Hallihallo. Mein Name ist Moritz Bleibtreu. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Martina Meets und heute treffe ich mich mit dem fantastischen Moritz Bleibtreu. Ja, das ist toll, denn du stellst einen Film vor. Die Schwarzen Brüder. Genau. Und eigentlich nach Köln gekommen, finde ich toll, also nicht für uns, sondern für den Film. Du spielst den Schurken Luini. Genau. Und wenn man dich so in der Rolle sieht, halt eben, du bist ja wirklich sehr böse. Ja, ich bin sehr böse, aber es ist also die Figur ist sehr böse, aber das ist halt auch ist eine gebrochene Figur. Ne? Ich mag ja oft so Bösewichte doch ganz gern, weil man ja bei der Figur nicht vergessen darf, also wir reden ja über eine Geschichte. Also meine Figur ist ja jemand, der Kinder im Tessin damals in der Zeit ankauft, um sie dann als Kaminkehrerkinder auszubilden. Das waren Kinder, die damals eben durch die Kaminschlote geklettert sind, um davon innen sauber zu machen. Kein Erwachsener hat da reingepasst, deswegen hat man Kinder genommen. Und er ist eigentlich quasi so ein bisschen, wie man das heute, der ist halt seiner eigenen Vergangenheit nicht entfliehen kann. Ne? Der war ja selber ein Kaminkehrerkind. Und hat das höchstwahrscheinlich nicht verwunden und die Tatsache, was das mit ihm gemacht hat, und hat sich dann dafür entschlossen, derjenige zu sein, der diese armen Kinder anwirbt und sie hinzuhält, quasi an die Hausbesitzer und an die Kaminkehrer vermietet oder verkauft, damit die Kamine sauber machen. Ja, böse, böse. Aber durchaus eine gebrochene Figur, kein Bösewicht, der aus Eitelkeit oder sowas handelt, sondern schon einer, der... wie gesagt, einen Hintergrund hat, wo man sagt, naja, ne, der Apfel fällt nun mal leider nicht weit vom Stamm. Und man kann auch nur das weitergeben, was man selbst bekommen hat. Hast ja auch einen Gegenspieler, Richie Müller, spielt ja den Pater Roberto. Genau. Ja. Aber man merkt es der Rolle auch schon an. Ich meine, so ganz bitterböse bist du ja nicht. Du bist ja nicht so ein richtiger Schurke, sondern irgendwie so. Obwohl, du hast ja auch Kinder auf dem Gewissen, also Jungs auf dem Gewissen. Ja, aber der hat sich halt einfach für den, und da kommt natürlich auch die Figur vom Richie ins Spiel. Und da ist auch der Roman von der Tetzner einfach sehr, sehr gut und trotzdem irre anspruchsvoll für Kinder geschrieben. Da trennen sich halt die Wege. Ne? So, also die waren beide dasselbe Schicksal, also die Figur, die Richie spielt, der Pfarrer und ich. Ja. Und er hat sich halt damals, wenn man so will, für den richtigen Weg entschlossen und hat gesagt, so, ich versuche jetzt alles, was in meiner Macht steht, dafür zu benutzen, diesen Kindern zu helfen und irgendwas Gutes in dieser grauen Welt zu verzapfen. Und meine Figur hat halt gesagt, so, nee, scheiß drauf, ich weiß, wie das geht, ich mache genau das. Und so ist es ja oft halt oft im Leben. Ne? Manchmal ist es halt nicht mehr, als sich für den richtigen oder für den falschen Weg zu entscheiden. Und mein Antonio Luini, der hat sich definitiv für den falschen entschieden. Ja, aber es ist auch so ein bisschen, also ich musste zum Teil auch manchmal schmunzeln, bei Sachen wie zum Beispiel, kann ich doch nicht wissen, dass sie nicht schwimmen können. Ja, zum Beispiel, ich will jetzt nicht so viel verraten, ja, aber, und auch der Schluss ist auch nochmal ein bisschen lustig. Ja, es ist also nicht lustig, würde ich sagen, es ist jetzt nicht, dass es kein Schenkelklopfer, verstehe mich nicht falsch. Aber ich weiß, was du meinst. Ja? Ich weiß, ne? Aber das ist ja das Tolle an Bösewichten, wenn man so will. Also sehr wir gerne zu Helden aufschauen und so. Und so sein wollen wie die, so sehr lieben wir halt auch die Bösewichter, wenn sie nicht aus Eitelkeit und Narzissmus handeln, sondern wenn ich einen Bösewicht habe, der, wo ich so sage, na, ich verstehe ihn schon auch und so. Und dann ist glaube ich, auch dem, also jedem Menschen eigentlich so ein Bösewicht irgendwo auch sehr nah, weil es gibt keinen Menschen ohne Abgründe, es gibt keinen Menschen ohne Fehler, es gibt keinen Menschen, der keine Leichen im Keller hätte. Und insofern ist das so was, wo man sich so ein bisschen an sich selbst erinnert fühlt, aber wenn man dann eine Figur sieht, die eben auch vielleicht eine kleine Portion Charme hat oder eine kleine Portion Esprit oder Witz, dann ist man gerne bereit zu sagen, man identifiziert sich vielleicht auch mal mit dem Bösewicht. Und das sind auch die Bösewichte, die mir gefallen. Also so narzisstische und glatte, eitle Bösewichte, die mag ich auch nicht. Also so, weißt du, die klassischen... Das hätte nicht gepasst. So, nee, das mag ich auch nicht. Könnte ich gar nicht spielen, weil ich gar nicht wüsste, wo das herkommt. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Also so der eiskalte, glatte Bösewicht aus dem James-Bond-Film. So, ne? Doch, könntest du spielen. Ja, aber hätte ich keinen Bock drauf. Ne? Weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie bereitest du dich auf so eine Rolle vor? Ich meine, wenn du sagst, das liegt dir ja nun auch,
dann denke ich mal, geht man ja auch schon etwas lockerer an so eine Rolle ran, als wenn die jetzt zum Beispiel diesen eiskalten, glatten Geschäftsmann spielen. Es gibt bestimmte Dinge, wenn ich überhaupt keinen emotionalen Bezug oder ein Verständnis für so eine Figur habe und mir so 2 und 2 zusammenzählen kann und auf 4,5 kommen, dass ich so sage, ja, der hat halt das erlebt, der hat halt das durch und deswegen ist das kaputt gegangen und weil das kaputt gegangen ist, ist er halt so drauf und ja, bei mir ist vielleicht das mal nicht so gut gewesen und das, dann gibt es eine emotionale Komponente und dann verstehe ich eine Figur und dann kann ich sie spielen. Wenn ich so einen eiskalten, glatten Typ hätte, der das alles nur macht, weil er Geld, Ruhm, Macht und Frauen TDA-mäßig. Ja, zum Beispiel. Das ist so, nee, da wüsste ich nicht, was ich damit anfangen sollte. Das wäre so... weil ich nicht wissen würde, wo sowas herkommt. Ne? Also ich müsste mir dann selbst eine Biografie bauen und sagen, ja, deswegen ist der so. Ja. Und dann würde wahrscheinlich bei meinem JR wieder so eine Figur rauskommen wie Lomini. Ne? So. Könnte man wissen. Ja, deswegen macht es keinen Sinn, mich zu besetzen. Ja, dann sollte man lieber jemanden nehmen, der das kann. Ne? Der so diese... Pass auf, ich habe die Frage dazu, da spielen ja ganz viele Jungs mit. Mhm. Und die sind ja nun nicht so ein Profi wie du jetzt. Doch, es geht. Die meisten von den Jungs waren schon sehr... Alle, die waren alle erfahren. Da war nicht einer dabei. Wie ist denn das so mit diesen jungen Darstellern, wenn du mit denen arbeitest? Sehen die auch so ein bisschen ein Vorbild in dir? Da musst du die Jungs fragen. Leitest du sie so ein bisschen an auch? Nö, das tue ich nicht. Also, nee, ein Schauspieler muss ja immer, also egal wie alt er ist, der muss das ja irgendwie von sich aus machen. So, ne? Und solange mich keiner fragt... finde ich das immer eher anmaßend, jemand Tipps zu geben oder so. Das muss jeder für sich. Und ich muss sagen, die waren alle Profis. Die haben alle mehrere Filme gemacht. Die wussten ganz genau, was eine Marke ist. Die wussten, wie ein Maskentrailer aussieht. Die wussten, wann es Essen gibt. Die wussten alles. Die waren sehr professionell. Also zu meiner Überraschung sehr, sehr professionell. Ja. Das war in dem ersten Anlauf quasi den Film zu machen, der ja leider gescheitert ist, nicht so, weil die Kinder da alle im Durchschnitt so 4, 5 Jahre jünger waren. Oh, das ist und das ist dann wieder was ganz anderes. Weil Finn war, glaube ich, etwa Finn, als wir gedreht haben, 12 oder so. Wie alt waren die jetzt schon, aber doch schon 15? Sowas. Ich schwöre dir, wenn ich die heute Abend wieder sehe, dann wird das der größte Flash, weil das alles junge Männer und junge Frauen sind jetzt. Das wird dann so, Ruby ist wahrscheinlich schon so 1,60 groß und sieht aus wie eine Dame. Finn und die anderen Jungs sind wahrscheinlich jetzt alle so 20 cm gewachsen. Das geht irre schnell. Wie alt ist dein Sohn jetzt? Der ist jetzt 5. Ja. Aber es geht irre schnell. Die waren damals aber schon Jugendliche. Also man kann nicht Kinder sagen. Das ist schon, und das ist ja auch bei dem Film so. Das ist ja auch nicht wirklich ein Kinder-Kinder-Film. Sondern es ist sowas wie Goonies oder so. Ne? Also Time Bandits oder sowas. Also so ein... Stimmt. Jugendfilm eigentlich. Stand by Me, ja. Ne, Goonies, auch, diese Art Filme. So, ja, genau. So ein Jugendfilm. Ist aber freigegeben ab 12. Ne? Ja, ist auch richtig so, weil ich glaube, ab 6 wäre ein bisschen hart. Ja, glaube ich auch. Das stimmt. Dann gebe ich dir recht. Deswegen muss ich jetzt auf eine Sache kommen. Ich habe ja nun viele Interviews auch gesichtet. Und da ist so eine wunderschöne Geschichte, wo du drauf angesprochen wirst, wie deine Mutter dir gesagt hat, wenn du gemeint hast, dass du dich von Spiegel gestellt und hast geguckt, wie das aussieht. Und dein Sohn macht genau das Gleiche. Das machen alle Kinder, habe ich mir sagen lassen. Ich habe das nicht gemacht und mein Sohn auch nicht. Ist so. Ich habe das von ganz vielen Leuten gehört. Schiefgelaufen. Und ich war krass enttäuscht, weil ich habe das bei meinem Sohn beobachtet und habe so gedacht, oh Gott, scheiße, das ist jetzt genau dasselbe. Oh mein Gott, jetzt macht er das auch. Und zwar original, so wie meine Mutter mir das erzählt hat. Dann habe ich das aber dann... Freunden erzählt, die auch Kinder haben. Und da haben mir 2, 3 gesagt, mach meine auch. Insofern halte ich das jetzt für nichts Besonderes mehr. Aber es ist metaphorisch betrachtet natürlich eine sehr schöne Geschichte. In der Tat. Deswegen habe ich es auch rausgekriegt. Aber ich glaube, dass das gar nicht so, dass er damit nichts zu tun. Kinder wollen halt wissen. Ist auch klar, guck mal, du merkst das und du bist dann irgendwie in einem bestimmten Alter und du merkst, der läuft hier was runter. Ja. Und du merkst, es ist feucht und so. Und dann willst du doch sehen, wie das aussieht. Also das ist ja, das will man ja sehen. Ich glaube, das machen alle Kinder. Also mittlerweile glaube ich, das machen alle Kinder. Und wenn, dann hast du es vielleicht nicht gemerkt oder so. Aber ich glaube, das machen alle Kinder. Einfach nur zu sehen, wie es aussieht. Dein Sohn, wenn der Schauspieler werden wird, wäre kein Problem für dich. Nein, das wäre kein Problem für mich. Das wäre höchstwahrscheinlich mehr ein Problem für ihn als für mich. So. Das kann natürlich sein. Das kommt immer darauf an, wie talentiert er ist. Ich habe jetzt schon Zeichen von der Regie gekriegt, aber eine Frage wollte ich haben, weil ich bin ein ganz großer Shakespeare-Fan. Und du wolltest mal Richard den Dritten spielen, ne? Ja, mach ich auch irgendwann noch. Das finde ich toll. Ja, ich wollte ja auch mal Schauspielerin werden. Ich habe dann die Cornelia gespielt. Ich habe es vergeigt, alle haben gelacht. Wobei, das muss nicht schlecht sein. Da hast du recht, ich hätte Komikerin werden können. Das muss nicht schlecht sein. Da gibt es einige Beispiele in der klassischen Literatur oder im Theater, wo man sagt, so, ey, da gibt es viel mehr zu lachen, als man das so je gedacht hat. Gerade bei Shakespeare.
Ja, meine Mutter sagt, ich gucke so dusselig aus der Wäsche. Ja, Shakespeare-Sachen denken immer alle gleich sofort, oh ja, Drama, oh nein, die Ja, König Lear ist natürlich schon... Ja, gut, die ganzen Königsdramen. Aber ja. Das ist ja, aber es gibt halt Romeo und Julia und so, ey, da sagt der ganze Lacher drin. Spät. Nee, da bist du ein bisschen die Amme vielleicht. Ein bisschen. Ich will die Hekate spielen. Und die Amme ist auch ein geiler Part. Aber ich finde Macbeth ist auch toll. Aber da wärst du auch viel besetzt, ganz ehrlich. Meinst du? Bei Macbeth? Ich krieg jetzt gleich ein Klatschen von der Regie, ich muss aufhören. Obwohl. Aber wir reden da mal irgendwann mal hier drüber. Machen wir. Das finde ich, das heißt Shakespeare ist... Liebe Zuschauer, das war's bei Martina Mietz. Wir haben wieder überzogen, macht aber nichts mit Moritz bleibt treu. Kann man nicht anders als überziehen. Ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of the looking. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and